Landeshauptmann Stellvertreter Anton Steixner gab in Bad Snauntal den Startschuss für ein Pilotprojekt des Landes Tirol gemeinsam mit der Gemeinde Ischgl. In diesem Winter wird in Tirol erstmals ein Pilotprojekt der künstlichen Lawinenauslösung zum Schutz von Verkehrswegen umgesetzt. Anstelle der Sicherung der B188 der Bad Snauntalstraße, eines Gemeindeweges und einer Loipenverbindung westlich von Ischgl vor der Großtal- und Hohenzuglawine mit einer Lawinengalerie soll durch gezündete Sprengladungen über der Schneedecke im potenziellen Lawinenanbruchsgebiet ein Lawinenabgang ausgelöst und somit die weitere Gefahr gebannt werden. Das ist einmal ein Pilotprojekt. Ich meine, an sich ist die Straße durchs Bad Snauntal in den strengen Wintern immer ein paar Tage zu. Und es ist der Wunsch da, dass man möglichst überall Galerien baut. Das kann man aber nicht. Das kostet viel zu viel Geld. Und hier haben wir eben, dass man künstlich Lawinen auslöst mit diesen Sprengungen und dass man dann in der Zeit eben die Straße sperrt und dann kann man sie wieder aufmachen. Das haben wir hier in Ischgl einmal ausprobiert. Wir hoffen auch, dass das gut funktioniert, weil dann könnte man das in anderen Landesteilen auch machen, weil es ist um vieles billiger als Galerien zu bauen und es bringt trotzdem eine relativ hohe Sicherheit. Die Kosten des Pilotprojektes belaufen sich auf 1 Million Euro, wovon das Land 850.000 und die Gemeinde Ischgl 150.000 Euro übernehmen. Letzter Winter war der stärkste Winter, stärker als 99, also zwischen 4, 5 bis 6 Meter kann er liegen. Und durch die laufenden Absprengungen gehen stückweise der Schnee weg und das ist eine sichere Variante. Die Schweiz arbeiten mit dem schon länger, wie in Tirol bisher nicht. Aber wir möchten den Weg auch gehen, weil wir nicht sehr viele Galerien mehr bauen können, weil es einfach unglaublich teuer ist. Und weil sich das System eben in der Schweiz gut bewährt hat und deswegen soll man das bei uns auch verstärkt machen. Ein weiterer wichtiger Grund für die Errichtung dieser Anlagen ist die oft mehrere Tage dauernde Sperre der Bad Snauntalstraße nach Matton und Galtür zu vermeiden. Das neue Lawinensprengsystem schützt die Landesstraße vor Lawinen. Es ermöglicht der Lawinenkommission eine bessere und sichere Beurteilung der Lawinensituation. Und deswegen sind wir stolz darauf, dass wir dieses Projekt gemeinsam mit der Gemeinde Ischgl realisiert haben. Letztes Jahr hat es gezeigt, dass bei diesen vielen Schneefällen gerade die Strecke von Galtür nach von Ischgl nach Galtür nicht mehr gesperrt werden musste. Und weiter draußen, wo diese Maßnahmen noch nicht getroffen wurde, hatte man einige Sperrungen letzten Winter. Um die Sperrzeiten für die Durchführung einer künstlichen Lawinenauslösung möglichst gering zu halten, wurde beim Tennisplatz in Ischgl ein Lawinenradar errichtet. Dieses Lawinenradar zeichnet Schneebewegungen im Anbruchgebiet der Großtallawine und der Hohenzuglawine auf. Insgesamt wurden 7 Sprengmasten errichtet, 5 Sprengmasten im Bereich Großtal und 2 im Bereich Hoher Zug. Auf jedem Masten sind 12 Sprengladungen angebracht. Eine Sprengladung wiegt 5 Kilo. Mit einem Sprengmast kann eine Anbruchsfläche von rund 200 Metern, das entspricht einer Fläche von ca. 3 Hektar, gesichert werden.